zu mir machst? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Mein Name ist Claudia, das ist Sammy und wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich in unserer Welt. Heute drehen wir tatsächlich mal aus unserem Garten, deswegen hören wir unseren Bachlauf im Hintergrund. Und es könnte sein, dass Sammy jetzt das ein oder andere Mal durch die Gegend laufen will, weil er nach Fliegen schnappt oder so, man weiß es nicht. Aber ich habe mir gedacht, es wäre mal ganz cool, wenn ich so hier in der Natur mit euch zusammen drehe. Wir haben heute hier die Tuff-Cookie-Box bekommen. Die hatten wir schon mal auf unserem Kanal vorgestellt. Und heute haben wir die September-Box. Und ich bin sehr gespannt, was sich darin verbirgt. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu laut im Mikro, aber wir schaffen es schon. Sammy durfte schon einmal reinschnuppern, denn wir haben einen Instagram-Post gemacht und auch an die liebe Linda ein kleines First-Impression-Video quasi geschickt, als wir uns den Inhalt angeguckt haben, damit sie das auf Facebook teilen konnte. Und ja, wenn du Bock drauf hast, mit uns zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, als erstes würde ich sagen, wir teasern den kleinen Mann mal. Und zwar haben wir von SK Pure Wildsalami mit luftgetrocknetem Buchenholzrauch hier drin. Das sind diese Schätzchen hier. Und er guckt schon. Genau. Das sind halt so wie geile Salamis halt irgendwie, ne? Das haben? Nicht? So schauen die nämlich aus. Das haben? Für dich? Frauchen, zeig das mal besser vorher in die Kamera, denn gleich ist es weg. Das ist auch so geil. Genau, das kann er jetzt vor sich hin knäbbeln. Und hier haben wir zwei Stück drin. Ich meine, wir hätten auch noch weitere zwei Stück in der Box mit dabei gehabt. Genau. Ich sag euch das. Genau, ja, hier ist einfach nochmal ein Zweier-Sachet drin. Ein Zweier-Pack, immer. Genau, aber ich soll mal weiter auspacken. Ne? Und zwar haben wir hier von Bora Hirscherzen drin. Das sind 200 Gramm, die hier enthalten sind. Das sind diese hier. Und ich mag es total gerne, dass wir bei der Tuff-Cookie-Box halt so natürliche Snacks mit drin haben. Deswegen ja auch diese Assoziation mit der Natur hier bei uns im Garten. Und ja, die sind ein bisschen härter. Man kann tatsächlich auswählen, ob man für einen großen Hund die Box haben möchte oder für einen kleineren Hund. Sammy ist so, ja, ich habe für den großen Hund hier halt einfach die Box, ne? Weil Sammy ist ja schon nicht klein, er ist auch nicht so unbedingt mittel, er ist schon ein großer Hund. Die Hirscherzen schauen übrigens so aus und sie scheinen sehr, sehr gut zu schmecken. Denn Sammy vernichtet das gerade, als gäbe es keinen Morgen mehr. Wahnsinn! Ja, schon auf, ne? Unfassbar. Dann haben wir hier von Melson oder Maelson Treaties. Reward your dog, also du sollst dann belohne deinen Hund auf natürliche Weise. 100 Gramm sind hier enthalten, ich weiß aber nicht, mit Wild und Kräutern. Ach guck mal, wir haben eine richtige Wildbox hier drin. Aber gut, wenn wir halt so Richtung Herbst gehen, dann dürfen auch die Hunde sich so ein bisschen mehr herzhafter ernähren. Etwas, ich weiß nicht, wie sagt man das? Bei uns Menschen ist es ja auch, dass wir dann, wenn die kalte Jahreszeit kommt, hat man ja auch immer etwas andere Essenssachen, die man zu sich nimmt. Riecht das gut? Ich auch machen, ne? Ich krieg das nicht raus, Sammy. Schon windiger, als ich dachte hier draußen. Übrigens. Ja, du hast ja eigentlich so einen Wiederverschluss, aber ich fülle das eh immer um, deswegen ist es gerade nicht so schlimm. Dann mache ich das mal ganz auf. So. Die riechen aber auch wirklich gut. Die liegt da gerade wie ein Pascha, ne? Yum, yum. Genau, das sind so ganz, ganz kleine Leckerlis quasi. Alles ist hier total spektakulär draußen, deswegen schaut er sich auch immer so um und die Ohren, die rasten ja bei ihm gefühlt total aus. Aber kaum kommt eine Fliege, Sammy, ne? Ja, die mag er gerne, die werden einfach so weggeatmet. Wir haben aber noch weitere Sachen in der Box und zwar Hirschhaut. Und zwar 100 Gramm sind hier enthalten. Das sind so Snacks. Die können die Hunde dann einfach für einen etwas längeren Zeitraum snacken, essen, kauen. Ist auch ganz gut dann für die Kaumuskulatur und für die Zähne und so. So. Oh Gott, das riecht aber sehr, sehr intensiv. Jetzt haben.
vorsichtig, ne? Erstmal ablecken, erstmal hinlegen und gucken, was passiert. In der Zwischenzeit kann ich euch ja einfach mal die Hands-Free Dog Leash zeigen. Das ist eine Jogging- und Training-Leine. Das ist total cool. Das werde ich demnächst auch für Sammy mal verwenden. Da kann man sich diese Leine, das eine, das hier wahrscheinlich, genau, um die Hüfte schnallen. Und das ist dann die Hundeleine, an der Hund dann befestigt ist. Finde ich klasse. Und das ist halt auch so eine flexible Leine. Die machen wir mal auf. Sammy hat dann zwar immer noch sein Hundegeschirr um, sein Körpergeschirr, ne? Das ist bei ihm immer etwas angenehmer, denke ich, für ihn auch. So, das hier wäre das, die Schnalle für umrum. Achso, das ist auch nochmal so doppelt gesichert hier, ne? Da musst du den Schieber auch noch betätigen. Ich habe jetzt ja auch gerade eine ziemlich scharfe Jogginghose rum. Ist einfach nicht passt. Okay. Ja, es ist ja auch aufs Engste gestellt, ne? Tschö. Kommst du nachher wieder, Sammy? Ja, er liegt jetzt vorne und hat das jetzt hin und her transportiert. Genau, das macht man sich dann so um die Hüfte drumherum. Dann nimmt man die Leine, die hat echt so eine, ne, flexible Geschichte. Das heißt, wenn der Hund da mal stehen bleibt oder so, dann wirst nicht du direkt umgerissen, beziehungsweise auch der Hund wird nicht direkt umgerissen. Das hat dann noch so ein bisschen, so einen kleinen Puffer hat das Ganze. Dann macht man sich das hier so dran und hat sich dann damit mit dem Hund verbunden. Finde ich extrem gut. Also ich wollte sowas immer schon mal haben. Und du hast halt auch in der Tuff Cookie Box sowohl Leckerlis oder halt Snacks für die Hunde, als auch so richtig praktische Produkte. Finde ich extrem gut. Wir haben hier noch von Pets Best 200 Gramm Würfelfleisch mit Kaninchen drin. Das ist dieses hier. Das sieht auch super, super ansprechend aus. 100% natürlich. Also das ist eben die Sache, ne? Du kannst dich halt drauf verlassen. Wenn du von Tuff Cookie die Sachen bekommst in dieser Box, dass das halt auch wirklich natürliche Produkte sind. Das heißt, man kann das dem Hund dann auch echt ohne schlechtes Gewissen geben. Ohne dass man drüber nachdenken muss, ja, ist es jetzt wirklich zuckerfrei, getreidefrei, ist es gut für mein Tier? Definitiv. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Sammy, möchtest du das Kauen von deiner Wildhaut einmal unterbrechen und zu mir kommen? Oder hast du da jetzt die nächste halbe Stunde erst mal Spaß? Riecht auf jeden Fall sehr angenehm. Also kann ich euch dann schon mal so in Ruhe zeigen. Das ist halt wirklich dann das Fleisch. Ich hoffe echt, dass es hier jetzt nicht zu laut mit dem Wind ist, ne? Weil es ist doch sehr windig, gerade kommt es von da vorne. Habe ich so nicht mit gerechnet. Und dann haben wir hier noch von Escapure Obstblume, vegetarischer Keks. Und das finde ich ja super interessant. Das heißt, du hast hier kein Fleisch drin, das sind 150 Gramm. Das besteht halt rein aus Obstblumen. Sammy, möchtest du einen Jan? Ja, gut. Ja, gut, Frauchen. Bis wieder. Ciao. Der hat hier seinen Platz, ne? Genau, ja. Und das kann er jetzt auch mal probieren. Das ist getreidefrei, das ist glutenfrei. Ich denke, dass da manche Tiere halt auch ihre Probleme so mit haben. Bei Sammy ist es eigentlich ganz entspannt. Das ist hier. Genau. Machen wir das zusammen auf. Ist das gut? Sieht. Mit der Popo auf dem Boden. Sammy, sitz. Fein. Bisschen trocken, die Dinger, ne? Er hat es einfach ausgespuckt. Ich glaube, er mag es nicht so gerne. Was ist das? Sollte ich jetzt das auch verarschen, ne? Das hat er eben nicht schon gemacht. Nee, er mag es nicht. Das ist leider nicht so sein Fall. Er spuckt es einfach wieder aus. Oh, schön. Ja, das war auf jeden Fall die Tuff Cookie Box und ich muss sagen, sie hat uns wirklich gut gefallen. Ich finde, dass man einfach, ne, schöne Produkte damit drin hat, die wirklich sinnvoll sind, die dem Hund gut tun und dementsprechend, ja, also was ich hier auch liegen sehe, ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich gerne Sammy demnächst auch öfters dann geben werde, so als Belohnung. Ne? Das macht man doch ganz gerne, wenn der kleine Feige macht. Sieht mich!
wenn er artig war. Und ja, das war jetzt tatsächlich unser Unboxing. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt bei mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Sammy-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!